Heute mit den Daten zum Regionalwetter am 26. September 2016. Aktuell haben wir sehr schönes und warmes Wetter entgegen der Erwartung für den letzten Tag. Nämlich kommt die Kaltfront jetzt doch später als erwartet. Sie kommt erst so in der Nacht Dienstagmorgen. Ja, dann erwarten wir dort ein schauerhaftes, zum Teil mit Gewitter durchsetztes Wetter. Aber das ändert sich schon wieder am Dienstagmittag. Es lockert dann immer mehr auf und die Schauaktivität lässt dann stark nach. Ja, der Mittwoch denn und der Donnerstag sind circa gleich. Es gibt hohe Schleierbewölkung, da die Ausläufer eines Tiefdruckgebietes diese eben schicken. Es wird aber trocken bleiben und warm mit bis zu 24 Grad. Donnerstag abends kommt dann auch der Föhn auf, der intensiviert sich dann auch zum Teil am Freitag. Dort haben wir dann zum Teil stürmische Böen in den Bergen, aber am Boden, also im Rheintal, wird es kaum föhnig werden, nur die bestimmten Föhnstriche wie Balzers oder eventuell ohne Feldkirch und Salzwallgau kriegen den Föhn ab. Dort ist es dann sehr warm mit Temperaturen bis zu 24 Grad, sonst blieben sie eh hinter bei 20 oder 20 Grad. Ja, die Schleierbewölkung nimmt dann im Laufe vom Freitag wieder zu und am Samstag trifft uns dann eine Front. Die bringt uns dann ab Mittag, Nachmittag wieder Regen und es fiel es jetzt nicht, wäre schon im Laufe des Abends jetzt dann wieder auflockern, sie ist also schnell mal durch. Ja, der weitere Trend ist also eher leicht überdurchschnittlich von der Temperatur her gegenüber der Jahreszeit und es ist schon Hochdruck bestimmt. Ja, das wär's schon wieder gewesen für heute. Donnerstag gibt es nächstes Regionalwetter. Ciao miteinander.